Wie du als E-Commerce-Unternehmen das Thema Out-of-Stock verhinderst. Das ist ja immer das, wo die E-Commerce-Unternehmen Angst vorhaben, zum Beispiel mit dem Best-Running-Product dann Out-of-Stock zu gehen. Das gerade zum Beispiel zu Marketing-Events, Black Friday steht vor der Tür. Da, wenn man da dann zum Beispiel Out-of-Stock ist, das ist natürlich grausam, wenn man gerade richtig aufdrehen will und dann hier eben keine Ware mehr im Lager hat und am besten sogar keine Ware mehr bei dem Produkt, was sich am besten verkauft und sogar die beste Marge bringt. Das will man unbedingt verhindern und da gibt es Möglichkeiten, dies zu verhindern. In diesem Video wollen wir einmal darauf eingehen, welche Voraussetzungen da sein müssen und wie du es schaffst, Out of Stock zu verhindern, weil das haben wir bei diversen Kunden erfolgreich geschafft und da gebe ich dir jetzt ein paar Tipps mit. Damit herzlich willkommen, ich bin Robert Giebenrath, externer CFO, also externer Finanzchef für diverse E-Commerce-Unternehmen in Deutschland und wir gucken uns da eben dieses Thema Out of Stock immer extrem gut an, weil das eins der Themen ist, wie man unfassbar viel Umsatz und damit auch unfassbar viel Gewinn verbrennt. Es ist so, dass manchmal einfach nur durch eine gute Steuerung und durch eben dieses Verhindern von Out of Stock du deutlich rentabler bist, du deutlich mehr Umsatz machst und eben auch deiner Konkurrenz etwas voraus hast, die es dann nicht hinbekommen. Weil das ist an sich auch ein Rookie-Move, sag ich mal. Also es passiert eher häufig den Anfängern, dass man da eben schnell out of stock gerät und damit hat man eben immer wieder eine Delle in seiner Wachstumskurve und das nervt tierisch. Das nervt dich als Unternehmer, das lässt dich vielleicht nicht ruhig schlafen, das bringt echt viele Probleme mit sich, das sorgt dafür, dass du eben weniger Möglichkeiten hast zu wachsen, dass du hier Unternehmenswert auch liegen lässt, auch wenn du vielleicht mal irgendwann ein Unternehmen verkaufen willst. Das sind so Themen, die guckt sich jeder Investor an, guckt sich dann an, ob du es richtig steuern kannst etc. Und darauf wollen wir jetzt einmal eingehen. Worauf musst du achten bei diesem Thema Out of Stock? Also an sich geht es darum, natürlich immer genug Ware im Lager zu haben. Und jetzt einfach mal, wenn man jetzt einfach mal theoretisch sich das Ganze betrachtet, dann liegt dies an der Ressource Liquidität. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt einfach nur übergeordnet geguckt. Weil stell dir mal vor, die Ressource Liquidität wäre bei dir in der Firma unendlich. Du hast unendlich Cash. Dann hast du nie wieder ein Out-of-Stock-Problem, weil du dich einfach mit allen Produkten das Lager abstrakt vollknallst, dass du nie wieder Out-of-Stock gehen kannst, weil die Ressource-Liquidität wäre unendlich. Ist jetzt natürlich ein sehr theoretischer Case, weil das eben nicht der Fall ist. Und deswegen ist das Thema Liquiditätsmanagement der Schlüssel, um Out-of-Stock zu verhindern. Wie gehst du mit dieser Ressource, wie managst du die Ressource-Liquidität richtig, um eben genug einkaufen zu können? Das ist der Schlüssel. Wir gehen jetzt einmal noch aber kurz auf eine Grundlage ein. Grundsätzlich solltest du natürlich auch in der Lage sein, du musst ein bisschen Kontrolle über deinen Einkauf haben natürlich. Idealerweise hast du, wenn du jetzt, sage ich mal, ab 100.000 Euro Monatsumsatz, hast du idealerweise als E-Commerce-Unternehmen auch einen Supply Chain Manager, also einen Einkäufer quasi, der das überwacht. Der überwacht die Bestände. Ihr habt ein System gefunden, wie ihr diese Bestände gut überwachen könnt. Entweder läuft das über eine gut automatisierte Google Sheets Excel-Tabelle. Das ist meistens am Anfang der Case, aber ab 100.000 sollte man dann auch langsam gucken, dass man Warenwirtschaftssystem nutzt. Hier haben wir auch diverse Empfehlungen, so können sowas auch mit einrichten etc. Und da gibt es eben bestimmte Tools, die sind sehr gut dafür gemacht und bestimmte Tools sind absolut scheiße. Und das ist schon mal wichtig, dann hast du ein gutes Warenwirtschaftssystem und dann siehst du, okay, wie viel Ware habe ich noch im Lager, das ist mit meinem Fulfillment-Dienstleister zum Beispiel verknüpft, da siehst du dann, wie viel runtergeht, du kannst darauf, auf dieser Basis musst du dann noch deine Marketingaktivitäten planen, wie viel brauche ich für Black Friday und so weiter, das ist immer eine Abstimmung zwischen der Marketingabteilung und Supply Chain und das muss halt einmal, und Einkauf entsprechend, ne, das muss einmal sauber getaktet sein, also das ist eine Voraussetzung, die du haben musst und dann musst du natürlich wissen, okay, mit welchem Lieferanten, bei welchem Lieferanten habe ich welche Lieferzeiten, wie muss ich es bezahlen etc. Das ist, sage ich mal, als die Voraussetzung gegeben. Dein Business als E-Commerce-Unternehmen ist literally Einkauf, Verkauf, mehr ist es nicht. So, ne? Also jetzt mal auch grob runtergebrochen. Und du musst den Einkauf natürlich gut handeln und dann kannst du gut verkaufen. So, und um jetzt hier aber genug Kohle zu haben, um hier mit einem freien Kopf einkaufen zu können und nicht das immer auf den letzten Euro zu planen, vielleicht noch höhere Transportkosten zu haben, weil es jetzt doch wieder schnell gehen muss, jetzt reicht das Schiff nicht, jetzt muss Flugfracht und so weiter gemacht werden. Das sind alles all Themen, die super nerven. Und deswegen musst du vor allem das Thema Liquid sauber managen. Das heißt, E-Commerce ist ein sehr zahlengetriebenes Game. Wenn du nicht zahlenaffin bist, dann hast du ein Riesenproblem im E-Commerce-Unternehmen. Und wenn du keine Liquiditätsplanung hast als E-Commerce-Unternehmen, dann kannst du es gleich vergessen.
das ist wirklich noch wichtiger als bei anderen Firmen, eine Liquiditätsplanung zu haben auf die nächsten mindestens 6 Monate. Du musst hier wissen, wie will ich den Marketing-Spend aufdrehen? Wie sind gerade ungefähr dann, wie entwickeln sich da denn entsprechend meine Customer Acquisition Costs? Wie viel Umsatz mache ich ungefähr? Wie viel Wareneinsatz heißt das denn? Wie viel habe ich jetzt auf Lager? Wann kaufe ich ein? Und wann sind entsprechend diese Rechnung zu bezahlen? Wie ist mein Initial Payment? Wie sind meine Balance Payments? Das muss alles in so einer Liquiditätsplanung drin sein. Anders kannst du keine Entscheidung treffen über den Einkauf. Dann fragt dich dein Einkäufer, wie viel darf ich denn? Wie viel Budget habe ich? Und dann stehst du da wieder wie das Reh vom LKW und hast keine Antwort. Und sagst wieder, dicken Daumen, ich guck mal aufs Konto, ich guck mal in meine BWA. Ja, schön, das bringt dir nichts, wenn das nur Iststände sind oder sogar in die Vergangenheit guckt. Du musst es nach vorne sehen. Hast du deine Steuerzahlungen eingeplant? Hast du deine Balance Payments, deine Initial Payments, alles auf dem Schirm? Hast du deine Adspends auf dem Schirm? Hast du deine Fixkosten auf dem Schirm? All das muss eben sauber geplant werden. Deswegen ist die Liquiditätsplanung das Instrument Nummer 1, um Out of Stock zu verhindern. Das muss natürlich gut gepflegt werden und rollierend im Forecast. Also jeden Monat muss das angepasst werden. Das ist zentral, das zu haben als E-Commerce-Unternehmen. Zweiter Bonuspunkt dahinter sozusagen. Du musst dann natürlich auf dieser Weise dann auch gucken, dass du deine Liquidität sauber steuerst. Du musst gucken, was sind hier Möglichkeiten dafür. Zum Beispiel hast du eine Amex, die du nutzt für dein Adspend, dass du ein verzögertes Zahlungsziel hast. Hier gibt es auch noch bessere Karten als die Amex. Aber hast du so eine Karte mit verlängertem Zahlungsziel drin, dass du dein Adspend später zahlen musst? Das ist eine Sache, die super, super spannend und wichtig ist. Weil stell dir mal vor, in größeren mittelständischen Unternehmen ist es so, dass die teilweise natürlich den Adspend mit vorfinanzieren, aber auf der anderen Seite dann das zweite Thema auch noch im Griff haben, und zwar Bonitätsmanagement. Wann hast du das letzte Mal aktiv mit einem Warenkreditversicherer und der Kreditreform gesprochen? Oder mit deiner Hausbank, hast den aktiv, proaktiv Daten geschickt, um dort einfach deine Bonität zu verbessern? Das machen die wenigsten. Und gerade Warenkreditversicherer, die sorgen dann dafür, dann kommt der Lieferant an und sagt, Mensch, hier, der E-Commerce-Firma XY möchte ich Ware schicken. Wie viel Limit kriege ich bei dir? Wie viel versicherst du mir diese Ware? Dann sagt er, die kenne ich gar nicht. Die sind erst seit 2 Jahren am Markt. Die haben noch nicht mal einen richtigen Jahresabschluss eingereicht. Den geben wir gar kein Limit oder 5.000 Euro. Dann sagt er, alles klar, dann bitte alles Vorkasse oder erstmal Balance Payment. Und wenn ich dann die Ware losschicke, dann schickst du mir erstmal Initial Payment, 50% bei Bestellung. Und sobald die Ware auf dem Schiff ist, zahlst du mir den Rest. Und das nimmt die Liquidität natürlich richtig Volley. Überleg dir mal, wie es teilweise ist bei mittelständischen Unternehmen. Die bestellen die Ware wird verschifft, die Ware kommt an im Lager und dann haben die 60 Tage Zahlungsziel. Stell dir mal diesen paradiesischen Zustand vor. Wenn du dir das anschaust, dann hast du die Ware da, du drehst den Marketing-Spend auf, den bezahlst du erst in 30 Tagen, nach 14 Tagen konvertieren die Kunden zahlen, das Geld ist auf deinem Konto und dann, 45 Tage später, zahlst du erst die Ware. Du kannst extrem aufdrehen und das ist das, wie es im Idealbild aussieht. Dafür musst du eben eine geile Finanzplanung abliefern bei einer Kreditreform, bei einer Bank, beim Warenkreditversicherer. Du musst wissen, wie man mit denen spricht, die Psychologie dahinter verstehen, damit die dir hier höhere Limite zeichnen, bessere Bonität machen. Du musst unbedingt rollierend monatlich deine Liquiditätsplanung machen, um hier deine richtige Entscheidung treffen zu können. Und du musst entsprechend die Basics drin haben mit einem Einkäufer und mit einer sehr, sehr guten Google Sheets oder eben besser Warenwirtschaftssystem. Das sind so die Basics, damit du es wirklich schaffst, out of stock zu verhindern. Wir haben das jetzt bei diversen Kunden sehr, sehr gut hinbekommen. Als externer CFO übernehmen wir da die Liquiditätsplanung, übernehmen das Bonitätsmanagement, machen die langfristigen Pläne und können ja eben auch Budgets vorgeben für den Einkauf, wann, wie, in welcher Höhe eingekauft werden muss. Wir planen das mit Marketing, wir sind hier eng dran und so weiter. Das machen wir dann eben und damit kann man deutlich besser scalen und lässt, allein wenn man einmal out of stock nicht hat, eine Phase 2-3 Wochen verhindert hat, haben wir uns schon auf ein Jahr gelohnt. Das ist immer so dieses No-Brainer-Spiel eigentlich, wenn man sozusagen out of stock damit verhindern kann. Das geht nur durch eine geile Planung, gute Planung, Finanzen im Griff zu haben. Und das wünsche ich dir. Ich hoffe, das hat dir geholfen hier an der Stelle. Wenn dem so ist, gib dem Ganzen einen Daumen hoch. Wenn du wissen möchtest, wie wir dich bei sowas begleiten können, wenn du vielleicht möchtest, dass wir deine Liquidität steuern, weil das unser Tagesgeschäft ist, wir da die Profis drin sind, du möchtest dich auf dein Geschäft konzentrieren mit geilen neuen Produkten, mit geilen Marketing, dann melde dich einfach unter www.rg-finance.de und da kannst du ein Erstgespräch vereinbaren und dann können wir dazu miteinander sprechen. Ich freue mich drauf. Bis dahin.